Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 13. Ja, und wir sind letztes Mal hier stehen geblieben und Cess hat eine neue Waffe bekommen. Die wollten wir uns jetzt gleich mal anschauen. Anlegen. Und zwar die hier. Oh ja, die macht mehr Angriffskraft und da er ja Brecher ist. Und zusätzlich hat sie noch Schockdauer Plus. Das ist auch ein schönes Extra Fertigkeit. Ja, Kristallpunkte verteilen wir jetzt noch nicht. Dann gehen wir mal weiter. Da hat also Vanille jetzt hier eine neue Waffe gekriegt und Cess auch. Ja, wieder Goblin. Ich glaube bei Schockdauer Plus, das heißt glaube ich, dass die Schockdauer länger anhält. Da sinkt der Balken nicht so schnell. Das war's schon. Der letzte Schuss von Cess hörte sich jetzt richtig komisch an. Ja, da gibt's nicht so viele Protektor. Was war denn Protektor? Ach, hier, das hier. Stimmt. Da oben steht jetzt Protest, Wallum, Floor und gesetzt. Ja, die beiden. Das sind, die werden nochmal sehr wichtig. Und auch der Blender. Sollte er nicht verschwenden. Also die drei sollte er nicht verschwenden. Was war das denn nochmal? Frisch die... Ach so. Hier mit den Dingern kann man natürlich die MTP, wenn die alle sind, kann man die natürlich wieder auf 5 setzen. Wird später, kann man die auch ganz gut noch hier brauchen. So, ich glaube da geht's weiter. Aber hier ist auch noch eine Bande. Und da hinten ist, glaube ich, auch noch eine Kiste. Sind jetzt ein paar mehr, aber es dürfte jetzt auch kein Problem sein. Da die nach einem Angriff ja schon einer tot ist. Wenn die natürlich alle jetzt Vanille angreifen, dann... jetzt greifen sie auch mal Cess an. Okay. Da waren es nur noch zwei. Ah, nicht immer auf Vanille. So, dafür war es das. Knapp, aber hat hingehauen. Gibt dann auch gleich wieder 80 Kristallpunkte. So, wo habe ich denn jetzt die Kugel gesehen? Ach, da drüben. Ich dachte jetzt schon. Ich habe doch hier gerade eine Kugel gesehen. Ärztewissen. Ja, das ist das zweite Ärztewissen. Und ich würde behaupten, es gibt nur drei im ganzen Spiel. Kaufen kann man die nicht. Die sollte da, kann ich ja schon mal sagen, die sollte da aufwerten bis zum Stern. Und dann zerlegen. Da gibt es nämlich, glaube ich, Elixier. Elixier heilt natürlich die ganze Gruppe, wenn man es mal nicht schafft mit Heilen. Die ganze Gruppe. So you're married? I was, yeah. We gotta get you home. Your son needs you. Come on, we'll make it. It's too late. Is it the Lassie thing? How'd you... You might be a Lassie. But you're still a daddy. You're right. So, what's his name? Na, ich glaube, jetzt kommt eine Vergangenheit von Snow oder so. Nicht Snow, Cess. Tag 11, Küstenstadt Bodom. Da waren wir ja schon ein paar Mal. Das war ja hier, wo das Feuerwerk ist.
What'd you wish for? Well, they're never happy. You never smile. So here's what I wished. I wish that you'd cheer up and be like your old self again. How about that? Whoa. Your wish came true. Yeah. Wow. Okay, it's my turn to wish. What for, Dad? That's my little secret. Saz? Huh? You all right? Yeah. Come on, Pops. You've really got to keep it together, okay? Now, let's go. Now I got kids looking out for me. Some dad I am. Ah ja, jetzt kommt schon die Gegend. Ja genau, diesen Gegner meine ich. Auf den Gegner voraus lauert eine fürchterliche Schuppenbestie. Zu zweit könnte sie nur schwer zu besiegen sein. Doch zum Glück ist sie so schwerfällig, dass man leicht umgehen kann. Ja, wir können das leicht umgehen. Aber gibt natürlich auch Kristallpunkte, ne? Wie gesagt. Hier können wir nochmal abspeichern. So, auf den letzten. So. Jetzt muss ich mal überlegen. Wir könnten Präventivschlag ausschlagen. Sollten aber dann... vielleicht hiermit starten, aber im Präventivschlag wäre das Blödsinn. Da könnte man gleich hierauf und Doppelsequenz vielleicht. Na, wir probieren es mal einfach. Und ihn dann vielleicht noch mit ein bisschen negativem Zeug. So, den nehmen wir uns von hinten. So. Erstmal drauf. Ach, was ich vielleicht noch machen sollte, wäre schnell eine Analyse. So. Schwäche, Feuer, Blitz und Wasser. Da haben wir es doch schon. So, jetzt sollten wir erstmal den Schockzustand ausnutzen, wo er nackig ist. Oh, der Schockzustand geht aber schnell runter. Muss man schon sagen. Jetzt kriegt er auch seinen Panzer wieder. Wie ihr seht. Dann machen wir jetzt auf diesen hier. Gift ist auch ein sehr schönes, wenn man das auf einsetzen kann. Muss nur wirken. Bis jetzt nimmt er nichts an. Machen es mal noch einmal, dass Hessen mir auch noch mal ein bisschen was, also sich selber noch was geben kann. So, jetzt gehen wir mal kurz auf Heilung. Heilen Cess mal schnell. So, jetzt auf Extermination. Ah, Gift hat gesessen. Das ist wunderbar. Das frisst sie nämlich jetzt von innen auf. Uiuiuiui. Dann gehen wir mal gleich wieder auf Heilung mir selber geben. So, wieder dahin. Wollen ja den Schock jetzt wieder hochkriegen.
So, ja, der dauert zwar eine Weile, weil wir jetzt noch nicht so stark sind. Deswegen wurde man ja gewarnt, aber wie gesagt, man kann den besiegen. Entschuldigung. Das ist jetzt nicht das Problem. Wir haben auch gleich wieder einen Schock. Kann nicht mal lange dauern, aber er flackert schon so komisch. Jetzt ist er ein Schock. Jetzt ist er ein Schock. Und jetzt drauf. Am besten wäre jetzt mit Doppel. Ja, wurde er unterbrochen von seiner Attacke. Wir wechseln aber mal einmal auf Heilung kurz. Oh, ich auch noch mal rauf kurz. So, dann sollte er vielleicht noch mal Gift kriegen, dass ihn noch auffrisst. Komm, nimm Gift an. Nimm schon Gift. Einmal noch. Ja, hier werden wir auch keine 5 Sterne kriegen, ist aber normal. Oh, Cess braucht Heilung. Dann machen wir mal gleich noch einmal Heilung für uns. Noch einmal für Cess. So, jetzt gehen wir rüber. Er hat den Schock gehalten. Ich glaube, einmal müssen wir ihn noch einen Schock setzen. So, wir machen jetzt noch mal einmal schnell Heilung. Dann machen wir noch einmal Manipulator und Augmentor, dass vielleicht jetzt Gift sitzt mal. Das wäre ja nicht schlecht. So, einmal noch. Machen wir mal noch einmal. Ich möchte gern, dass Gift bei dem sitzt. Na gut, gehen wir einmal auf Heilung. Weil die ganze Zeit Cess angegriffen hat. So, und jetzt haben wir ihn auch bald schon wieder im Schock. Und Gift hat gesessen. Wunderbar. Und er ist im Schock. Und das war es jetzt gleich für ihn. Und das war's. Ja, na gut, 3 Sterne wenigstens, aber 160 Kristallpunkte. Das ist ja schon mal was. Den haben wir geschafft. So, wir machen aber nicht alle. Der da unten, da ist eine Kugel. Den würde ich gerne noch machen. Dauert zwar lange jetzt, aber sorry Leute. Vielleicht sollte man jetzt auch mal schnell ihn... Ich glaube mal, dass man ihn jetzt schneller Gift setzen kann. Macht's ja auch gleich 3-mal. Jetzt hat er auch schon Gift. Mal sehen, ob die Wall auch noch auf ihm sitzt. Jawohl. Wenn er nämlich den Panzer nicht hat, dann... Und auch noch D-Protest. Wunderbar. So. Jetzt hat Cess sich natürlich gar nichts gegeben. Aber ist egal, jetzt müssen wir ihn erstmal bearbeiten.
machen wir noch mal einmal schnell für mich und noch mal einmal schnell für mich. Wieso hat er denn jetzt Zess kriegt auch noch einmal. So, Exterminator. Noch sitzt das Gift und alles. Das ist wunderbar. Das ist sehr viel wert. Das frisst ihn von innen auf. Den werden wir jetzt viel schneller fertig machen können. Jetzt vielleicht mal schnell Doppelsequenz, damit er schneller in Schock geht. Genau. Jetzt wieder auf Exterminator. Na, Gift sitzt noch. Wunderbar. Und da purzeln die Punkte. Ja, Zess fällt nicht mehr viel aus, aber... okay. Dafür haben wir ihn gleich. Ja, einen hält er noch aus. Und das war's. Der ging jetzt schon schneller. Dafür kriegen wir auch 5 Sterne, weil wir im Zeitlimit lagen. So, und die Kugel haben wir. Ah, Eisenpanzer. Okay, das ist jetzt was zum Aufwerten. Jetzt gucke ich mal. Ich hatte ja gesagt, hier um die Ecke lag ja keine Kugel mehr, ne? Um die Ecke. Wenn hier eine sein sollte, ne, ist keine. Okay, der ist ziemlich langsam. Die lassen wir mal in Ruhe jetzt. Dauern ja auch ziemlich lange. Analysator. Ja, die bräuchten wir eigentlich auch nicht mehr, weil wir ja jetzt immer mit Meterpunkte. Was sagt er da? Aber auch. Aber es sieht richtig schön aus hier, Leute, wa? Kann man nur so auf sich wirken lassen. Wunderbar. Aber na gut, gehen wir weiter. Oh, Goblins. Oder Gremlin. In dem Fall sind es ja noch Gremlins, glaube ich. Ja, Gremlin. Und die waren ja überhaupt kein Problem. Aber da kommt gleich ein Gegner, den werde ich, ja, werde ja sehen. So. Da gibt es wieder eine Kugel und ein paar Gremlins, die wir natürlich erstmal platt machen müssen, um an die Kugel zu kommen. Bye bye. Und der letzte. Klappt wie am Schnürchen hier. So, was haben wir denn hier Schönes drin? Teufelsschwingen. Ja, ist auch wieder was zum Aufwerten. Für die Waffen. Ah, nochmal eine Gruppe. Die ist etwas größer. Kichern die oder lachen die? Oder ist das die ihre Kommunikation zueinander? Oh. Ja, Schnitt ist auch schon wieder fällig. Oh, was ist mit Vanille los?
Aber wir haben es noch geschafft. Hat mich doch jetzt mein Timer abgelenkt. So. Ja, ist eigentlich eine schöne Stelle, um Schnitt zu machen. Da hinten geht's weiter. Dann sage ich mal an der Stelle, Vanille, dreh dich mal um. Sage ich mal an der Stelle, tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Final Fantasy 13. Und recht herzlichen Dank für alle Zuschauer. Freut mich sehr, wenn euch das gefällt. Und ciao.